Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Jack Thompson saß auf seiner schattigen Veranda und wartete auf die Ankunft von Julia, die er liebevoll Emily nannte, seiner Frau, mit der er seit fast 2 Jahrzehnten verheiratet war. Neben ihm, in einem rechten Winkel, saß Sarah Miles, eine Freundin und Kollegin. Er atmete seine Zigarette tief ein, drückte sie im Aschenbecher auf dem Tisch vor ihm aus, nahm einen Schluck Kaffee und zündete sich eine neue an. »Geht es dir gut, Jack?«, fragte Sarah. Er schüttelte langsam den Kopf. »Nicht wirklich, Sarah«, gab er zu. »Aber ich bin dankbar, dass du hier bist. Dafür sind Freunde doch da, Jack«, antwortete sie. Er nickte, seine Gedanken schweiften zurück zu seiner Ehe vor fast 22 Jahren. Er hatte seine 4-jährige Dienstzeit bei der Marine als Militärpolizist abgeschlossen. Sein Lebenstraum war es, Polizeibeamter zu werden, insbesondere Detektiv. Nach seinem Ausscheiden aus dem Korps kehrte er zum College zurück und nutzte seine Veteranenunterstützung, um einen Abschluss in Strafjustiz zu machen. Dort lernte er Julia kennen. Sie schloss gerade ihr Wirtschaftsstudium ab und sie fanden sich im selben Kurs für Wirtschaftsrecht wieder. Sie ihrerseits fand sofort Gefallen an dem Marinekampfsveteranen. Bei einer Größe von knapp über 180 cm wog er 90 Kilogramm, solide Muskeln. Breit in den Schultern und schmal in den Hüften sah er in jeder Uniform, die er trug, imposant aus. Sie gingen miteinander aus, verliebten sich ineinander und heirateten nach ihrem Schulabschluss. Sie war etwa 5 Jahre jünger als er und hatte sich schon einmal verlobt. Sie hat nie erklärt, warum sie sich getrennt haben, nur dass er die Highschool ein paar Jahre vor ihr abgeschlossen hat und nach New York gezogen ist. Ihre früheren Freunde interessierten ihn nicht wirklich. Im Chor war er so etwas wie ein Wildfang, der Frauen nachstellte, wo und wann immer er konnte. Aber als er Emily kennenlernte, wusste er, dass er seine Seelenverwandte getroffen hatte und er war fest entschlossen, mit ihr zusammenzuziehen. Sie heirateten unmittelbar nach ihrem Schulabschluss. Er kam mit der Polizei zurecht, aber es dauerte 6 Monate, bis er in die Polizeiakademie aufgenommen werden konnte, also wurde er als Notrufdisponent eingesetzt. Er wusste, dass es nur vorübergehend war, aber wenigstens tat er etwas und brachte ein Gehalt nach Hause. Emily arbeitete für eine Investmentfirma, die Niederlassungen im ganzen Land hatte. Zusammen verdienten sie genug, um sich eine kleine, aber feine Wohnung leisten zu können, die ihnen gut gefiel. Die meiste Zeit verbrachten sie ohnehin im Schlafzimmer. Sie mochte ihre Arbeit, aber der einzige Teil ihres Jobs, den Jack nicht mochte, waren die obligatorischen vierteljährlichen Treffen im Osten und weder in Washington D.C. oder New York. In der Regel handelte es sich dabei um Seminare über die neuesten Gesetzesänderungen, manchmal aber auch um Treffen mit verschiedenen Beamten. Sie sagte, die Reisen dauerten in der Regel nur 3 Tage, konnten aber auch bis zu einer Woche dauern. Er hasste es, wenn sie nicht bei ihm war, aber sie schockierte ihn, wenn sie zurückkam. Sie brachte ihr erstes Kind, Andrew, etwa 6 Monate nach seinem Abschluss an der Polizeiakademie zur Welt, also etwa 1,5 Jahre nach ihrer Heirat. 2 Jahre später brachte sie ihr zweites Kind, Marie, zur Welt. Sie hatte Schwierigkeiten bei der Geburt von Marie und überredete ihn, einen Waseckiaki zu bekommen. Beide Kinder haben das blonde Haar und die stechend blauen Augen ihrer Mutter geerbt. Seine Mutter schlug ihm vor, ihre DNA zu testen, um sicherzugehen, dass sie von ihm stammten, aber er lehnte ihre Versuche ab, da Emily ihn niemals betrügen würde. »Wenn du meinst«, sagte seine Mutter leise. Etwa 5,5 Jahre nach seinem Eintritt in die Polizei legte Jack die Detektivprüfung ab und bestand sie mit Bravour. Auch die mündliche Prüfung bestand er dank seines kontinuierlichen Studiums und seiner Zeit im Korps mit Leichtigkeit. Niemand hatte erwartet, dass er so früh in seiner Karriere Detektive werden würde, aber er schaffte es und überraschte damit alle, auch sich selbst. Die Beförderung hätte zu keinem besseren Zeitpunkt erfolgen können, denn sie wollten ein Haus kaufen, das groß genug für ihre Familie war. Sie fanden ein schönes zweistöckiges Haus mit 3 Schlafzimmern in einer guten Gegend und kauften es. Zu diesem Zeitpunkt hatte Emily bereits einige Beförderungen erhalten und verdiente nun auch mehr Geld. Ein paar Monate nachdem er Detektiv geworden war, begleitete er Emily zur Weihnachtsfeier ihrer Firma, die im Ballsaal des örtlichen Marriott Hotels stattfand. Julia machte ihn mit Erik Johans so bekannt, einem mittleren Manager, der aus New York in die Stadt gekommen war. »Oh ja, einer der besten in der Stadt«, sagte Erik und schüttelte Jacks Hand. »Ich habe gehört, dass du gerade Detektiv geworden bist. Ich werde heute Nacht auf jeden Fall besser schlafen, wenn ich weiß, dass du bei der Arbeit bist.« »Danke«, sagte Jack und unterdrückte seine Irritation. Irgendetwas an diesem Kerl verfolgte ihn.
Wie Emily hatte er langes blondes Haar und die tiefblauesten Augen, die er je bei einem Mann gesehen hatte. Aber da war noch etwas anderes an diesem Kerl, das ihn verfolgte. Er konnte jedoch nicht genau sagen, was los war. Jedenfalls sieht es so aus, als wäre es der stärkere von beiden. Was? Fragte er in einem Ton, der Jack verwirrte. Eric grinste, als er Jacks Verwirrung bemerkte. Weißt du, ich war mal mit Juwelen verlobt. Das war, bevor ich die Highschool abschloss und nach New York kam. Ich verstehe, sagte Jack. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir uns endlich getroffen haben, sagte Eric. Ich habe schon so viel von dir gehört. Stimmt es, dass du im Irak eine dieser Silbermedaillen erhalten hast? Silber Star, sagte Jack. Ja, das ist wahr. Aha, ein Kriegsheld, sagte Eric. Nun, ich danke dir für deinen Dienst. Ich mache nur meinen Job, sagte Jack in einem unverbindlichen Ton. Die wahren Helden sind normalerweise diejenigen, die in Särgen nach Hause zurückkehren. Natürlich, sagte Eric. Jack tanzte mit seiner Frau und sah sie ein paar Mal mit Eric tanzen. Er sah, wie der große Mann Emily etwas zuflüsterte. Aber abgesehen davon bemerkte er keine unangemessenen Berührungen zwischen ihnen. Als sie fertig waren, begleitete er Emily zurück zu ihrem Tisch und gab sie ihm demonstrativ zurück. Es war schön, dich wiederzusehen, Emily, sagte Eric, und es war mir eine große Freude, sie endlich kennenzulernen. Sir, fügte er mit einer leichten Verbeugung vor Jack hinzu. Ich auch, sagte Jack und bemerkte das leichte Grinsen auf dem Gesicht des Mannes, als sie nach Hause fuhren. Jack wandte sich an Emily. War das der Typ, mit dem du auf dem College verlobt warst, bevor wir uns kennenlernten? Fragte er. Ja, er war es, sagte sie leise. Meinst du nicht, dass es eine gute Idee wäre, mich wissen zu lassen, dass du mit einem alten Mann zusammenarbeitest? Fragte er. Er arbeitet in New York und wir sehen uns nicht oft, sagte sie. Er arbeitet in einer ganz anderen Abteilung als ich. Es tut mir leid, aber ich dachte nicht, dass es wirklich wichtig ist. Es ist schon so lange her, aber du hast recht. Ich hätte dir wahrscheinlich davon erzählen sollen. Verzeihen Sie mir. Jack lächelte und kicherte. Natürlich, sagte er. Also, was ist zwischen Ihnen beiden passiert, wenn ich fragen darf? Überhaupt nicht, sagte sie. Ich wollte heiraten und Kinder haben. Er wollte die Vorteile der Ehe, aber nicht die Verantwortung. Sie wissen schon, Kinder, Hypothek, Rechnungen, all das. Als er nach New York ging, machte er mir klar, dass er sich wahrscheinlich mit anderen Frauen treffen würde. Ich beschloss, dass es besser wäre, die Verlobung zu lösen. Ich verstehe, sagte Jack. Bedauerst du etwas? Sie lächelte, sah ihn an und schüttelte den Kopf. Nein, überhaupt nicht, sagte sie. Ich habe alles, wovon ein Mädchen träumen kann. Sie nahm seine rechte Hand in ihre linke und führte sie zu ihren Lippen, um sie zu küssen. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du mich in unser Schlafzimmer bringen würdest, um mit mir leidenschaftliche Liebe zu machen. Dein Wunsch ist mein Gesetz, meine Liebe, sagte er ihr. Er traf Eric nie wieder und Emily erwähnte seinen Namen nie, so dass er das Treffen beiseite legte und nie wieder daran dachte. Die vierteljährlichen Treffen wurden fortgesetzt und Jack konnte in ihrem Verhalten oder ihren Handlungen nie etwas erkennen, was auf ein Problem hindeutete. Sie war immer liebevoll und aufmerksam, und ihr Eheleben schien im Laufe der Zeit recht gut zu verlaufen. Jack traf einige von Emilys Freunden aus ihrem Büro. Sie schienen freundlich zu sein, aber er hatte das Gefühl, dass sie etwas zu verbergen hatten. Er kam Alice, einer ihrer Kolleginnen, recht nahe, als sie und ihr Mann Zeugen eines bewaffneten Raubüberfalls auf eine Bank in der Innenstadt wurden. Er nahm den Räuber fest und das Paar sagte vor Gericht aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mehr als 17 Jahre bei der Polizei gearbeitet und war bis zum Rang eines Polizeileutnants aufgestiegen. Manchmal kam er zum Mittagessen in Emilys Büro vorbei und erkundigte sich, wie es Alice ging, da sie und ihr Mann durch den Raubüberfall ein Trauma erlitten hatten. Manchmal kann der Blick in den Lauf einer geladenen Schrotflinte eine solche Wirkung auf einen Menschen haben. Er bewunderte jedoch ihren Mut, als sie mutig aufstand und vor Gericht aussagte. Als der Staatsanwalt sie fragte, ob sie den Mann identifizieren könne, bejahte sie dies, zeigte dann direkt auf den Angeklagten und verkündete lautstark: Das ist er da drüben. Das war vor etwa 2,5 Jahren. In letzter Zeit hatte er jedoch bemerkt, dass Alice ihn seltsam ansah, wenn er vorbeiging. Es war derselbe Blick, den er bei mehreren von Julias Kollegen bei Firmenveranstaltungen, die er mit ihr besuchte, gesehen hatte. Damals kam ihm das seltsam vor, aber er maß dem Ganzen keine Bedeutung bei. Doch eines Tages beschloss er herauszufinden, was sie beunruhigte. Er betrat den Raum, in dem Julia und Alice arbeiteten, und ging auf das Büro seiner Frau zu. Doch Alice fing ihn ab, bevor er dort ankam. Emily ist für eine Weile weggegangen, sagte sie ihm.
Wann wird sie zurückkehren? Fragte er. Sie sagte, sie müsse einige Papiere in der Rechtsabteilung abliefern. Sie werde also eine Weile weg sein, sagte Alice. Er sah den Ausdruck auf ihrem Gesicht und beschloss, auf seinem eigenen zu bestehen. Gibt es Probleme, Alice? Fragte er. Ist alles in Ordnung zwischen Ihnen und Ihrem Mann? Bei uns ist alles in Ordnung, sagte sie. Aber ich bin einfach neugierig. Wusstest du, dass Emily mit Eric zusammen war, als wir im Osten waren? Nein, das ist nicht wahr, sagte Jack. Warum fragst du dann? Sie sagte, dass ihr eine offene Ehe führt und dass du damit einverstanden bist, weil du ein Trauma hast, sagte sie. Eine Verletzung? Fragte Jack. Was für eine Verletzung? Sie sagte, sie seien im Dienst verletzt worden und könnten keinen Sex haben, sagte sie. Es tut mir leid, wenn ich meine Nase in Dinge gesteckt habe, die ich nicht tun sollte. Als ich den schockierten Blick auf seinem Gesicht sah. Du hast recht. Ich bin nicht verletzt und ich verstehe nicht, warum sie so etwas gesagt hat. Alice, sagte Jack. Hast du irgendwelche Beweise dafür? Ich habe einige Fotos, die ich mit meinem Handy gemacht habe, als wir das letzte Mal dort waren, sagte sie. Wenn Sie wollen, schicke ich sie Ihnen per E-Mail. Sicher, das wären Ed, sagte er und schrieb seine E-Mail-Adresse auf die Rückseite seiner Visitenkarte. Er reichte sie ihr. Wissen Sie, wie lange das schon so geht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe sie jedes Mal mit ihm gesehen, wenn wir unterwegs waren, sagte sie. Wie lange, Jack? Fragte er und beharrte auf dieser Frage. Es ist etwa 5 Jahre her, dass ich hier war, sagte sie ihm. Verstehe. Tu mir einen Gefallen, bitte, sagte er leise. Sagen Sie ihr nichts davon, dass ich hier bin. Okay, Mutters Wort, sagte sie. Ich schicke sie dir sofort. Danke, Alice, sagte er. Und übrigens, ich bin im Dienst noch nie verletzt worden und ich kann sehr wohl Sex haben. Wir sehen uns später. Mit diesen Worten ging er. Sein Geist und sein Herz waren in Aufruhr. Hatte sie ihn mit Eric betrogen? Betrüger geben normalerweise Anzeichen dafür, dass sie in einer unerlaubten Beziehung sind, dachte er, aber er konnte sich an nichts erinnern, was den Ehemann erst nicht bestanden hätte. Julia schien immer liebevoll und aufmerksam zu sein und gab nie den geringsten Hinweis darauf, dass etwas vor sich ging. Natürlich kontrollierte er nie ihr Gepäck und verlangte auch nicht, dass sie ihm ihre Route detailliert beschrieb. Sie rief zwar jeden Abend an, wenn sie nicht zu Hause war, aber das hatte nichts zu bedeuten. Er wusste, dass Alice vielleicht ein wenig übertrieben hatte und beschloss daher, die Fotos abzuwarten, bevor er weitere Maßnahmen ergriff. Er erhielt sie etwa 10 Minuten, nachdem er Emilys Arbeitsplatz verlassen hatte. Er verlor fast den Verstand, als er sich die Fotos ansah. Er sah, wie Emily und Eric sich küssten, während sie tanzten, und er sah, wie seine Hand auf ihrem fast nackten Hintern unter einem kurzen Rock ruhte, den er sie noch nie zuvor hatte tragen sehen. Seine Augen füllten sich mit Tränen, als er das Foto sah, auf dem die beiden den Aufzug betraten. Sie lächelte und sah ihn mit einem Blick an, den er nur zu gut kannte, dem Blick, mit dem sie ihn immer ansah, bevor sie miteinander schliefen. Als er in sein Büro zurückkehrte, fiel es ihm schwer, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Mit einem Blick auf die Situationstafel beschloss er, für heute Schluss zu machen und nach Hause zu gehen. Geht es Ihnen gut, Lieutenant? Fragte einer der anderen Polizisten, als er hinausging. Sodbrennen, sagte er. Ich muss etwas gegessen haben. Ich werde für den Rest des Tages nach Hause gehen. Okay, sagte der Detektiv. Bis morgen. Ja, bis dann, sagte Jack und verließ den Raum. Als er nach Hause kam, holte er sich ein Bier und setzte sich an seinen Computer. Er öffnete seinen Kalender, um zu sehen, wann Julias nächste Reise in den Osten geplant war. Er sah, dass sie nur ein paar Tage später, am Freitag, stattfinden würde. Nach dem farbigen Streifen zu urteilen, der die Tage im Kalender hervorhob, würde sie eine ganze Woche lang weg sein. Er kopierte die Fotos von seinem Handy auf seinen Computer und vergrößerte sie. Er zoomte Eriks Gesicht heran, und in diesem Moment fiel der Botjak aus seiner Welt. Jetzt verstand er, warum das Gesicht dieses Mannes vor all den Jahren, als sie sich getroffen hatten, etwas in ihm geweckt hatte. Er nahm die Fotos seiner beiden Kinder heraus und verglich sie mit denen von Eric. Verdammt, dachte er. Und Andro war Eric wie aus dem Gesicht geschnitten und Marie kam an zweiter Stelle. Er kämpfte mit den Tränen und wusste, dass er einen Beweis für ihre Herkunft brauchen würde. Er fand die Nummer eines Unternehmens, das er kannte und das schnelle und genaue DNA-Tests anbot, und rief an. Nachdem er sie gebeten hatte, den Erste-Hilfe-Kasten für ihn zur Seite zu legen, wollte er gerade gehen, als sein Handy klingelte. An dem Piepton erkannte er, dass es Emily war. »Hallo«, sagte er. »Jack, geht es dir gut?«, fragte sie besorgt. »Du sprichst, als wärst du nicht ganz bei Trost.« »Alles ist in Ordnung«, sagte er.
Es ist nur so, dass der Fall, an dem ich arbeite, ein wenig frustrierend ist. Außerdem ist mein Schakach ein bisschen sauer. Was ist los? Du weißt ja, dass ich eine Woche in den Osten fahre, also werde ich bis spät in die Nacht mit den Managern hier an der Reiseroute arbeiten, sagte sie. Wir werden wahrscheinlich essen gehen und danach noch ein paar Drinks nehmen, so dass ich erst nach 11 Uhr zurück sein kann. Kein Problem, sagte er. Das war nichts Neues. Sie traf sich immer vor der vierteljährlichen Besprechung mit der Geschäftsleitung und er wusste, dass sie wahrscheinlich erst weit nach 11:30 nach Hause kommen würde. Vielen Dank, sagte sie. Sorgen Sie dafür, dass Sie um 21:30 Uhr ins Bett gehen. Sie haben morgen Prüfungen und ich möchte, dass Sie gut schlafen können. Natürlich, sagte er. Du bist die Beste, sagte sie. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Ja, sagte er. Ich liebe dich auch. Sie beendeten das Gespräch und Jack wurde klar, dass das Schwierigste an der ganzen Sache war, so zu tun, als gäbe es keine Probleme zwischen ihm und Emily. Wenn das, was er vermutete, wahr war, würde das bedeuten, dass sie ihn während ihrer gesamten Ehe betrogen hatte. Die einzige Möglichkeit, dies zu überstehen, ohne zu weit zu gehen, bestand darin, die Sache so zu behandeln, wie er jeden Kriminalfall behandeln würde, nämlich mit einer kalten, harten Distanz. Folgen Sie den Hinweisen und sehen Sie, wohin sie führen. Er machte einen DNA-Test und kam vor den Kindern nach Hause. Ihm wurde klar, dass er warten musste, bis sie schliefen, bevor er etwas von ihnen erfahren konnte. Das Letzte, was er wollte, war, dass sie wussten, was vor sich ging. Sie waren nicht dumm und hätten gewusst, was los war, wenn er sie um einen Wangenabstrich gebeten hätte. Er hasste diesen Trick, aber er hielt ihn für notwendig. Dann sah er sich seine Kontaktliste an und fand den Namen, den er suchte. Roger Dunleavy ist ein ehemaliger Polizeibeamter, der vor einigen Jahren in den Ruhestand ging. Er zog nach New York, seiner Heimatstadt, und gründete seinen eigenen privaten Ermittlungsdienst. Seine Spezialität waren betrügende Ehepartner. Er rief an, in der Hoffnung, ihn dort zu erwischen. Dunleavy A in der Associates, sagte sein Freund, als ihr antwortete. Roger, wie geht es dir, du alter Hund? Fragte Jack. Jack Thompson, sind Sie das wirklich? Fragte Roger. Ja, ich bin's, sagte Jack. Wie läuft's denn so in letzter Zeit? Nun, es gibt mehr betrügende Ehepartner, als du dir vorstellen kannst, sagte Roger und kicherte. Was ist denn los? Merkst du endlich, dass du nie Kapitän sein wirst und willst mitmischen? Ich könnte einen guten Mann wie dich gebrauchen. Nein, sagte Jack. Aber vielleicht habe ich einen Job für dich, wenn du ihn annehmen willst. Und natürlich werde ich dich bezahlen. Sag mir nicht, dass du glaubst, Emily würde dich betrügen, sagte Roger. Da bin ich mir fast sicher, sagte Jack. Und wenn das, was ich vermute, wahr ist, dann geht das schon lange so weiter. Schimpfwort, du Roger, sagte Jack. Sie wird ab Freitag für eine Woche in der Stadt sein. Ich habe gehört, dass Sie das gesamte Spektrum an Dienstleistungen wünschen, sagte Roger. Audio, Video, Fotos, schriftlicher Bericht. Ja, das alles, sagte Jack. Verschweigen Sie nichts. Ich muss die ganze Wahrheit wissen. Was glauben Sie, wie viel mich das kosten wird? Jack sagte, Roger, du hast mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Übernimm einfach meine Kosten, kauf mir ein Bier und wir sind fertig damit. Ich will dich nicht ausnutzen. Verdammt, Jack, sagte Roger mit seinem New Yorker-Akzent und brachte Jack zum Lachen. Ich schulde dir eine Menge. Ich danke dir, Roger. Du bist ein echter Freund. Roger lachte. Jetzt haben sie es verstanden. Ich gebe ihnen meine sichere E-Mail-Adresse. Jack schrieb die Adresse auf und buchstabierte sie aus, um sicherzugehen, dass er sie richtig geschrieben hatte. Danke, alter Freund. Sobald ich ihre Reiseroute habe, schicke ich sie dir per E-Mail. Ich werde graben, sagte Roger. Wir sprechen uns bald wieder. Sie beendeten das Gespräch, als die Kinder gerade von der Schule nach Hause kamen. Ist Pizza für heute okay, Leute? Fragte er, als er das Wohnzimmer betrat. Ja, natürlich, sagten sie. Ist Mom wieder zu einem ihrer Treffen gefahren? Fragte Andrew. Ja, sagte Jack. Sie reist am Freitag ab und wir werden eine Woche lang weg sein. Eine Woche? Fragte Marie dann. Jack konnte nicht umhin, den Sarkasmus in ihrer Stimme zu bemerken. Ja, eine Woche. Ihr beide müsst euch also von eurer besten Seite zeigen. Ihr wisst, dass ich bewaffnet und mit Handschellen gefesselt bin, fügte er scherzhaft hinzu und brachte beide zum Lachen. Er bestellte Pizza und sie aßen im Wohnzimmer, während sie fernsahen. Leute, seid ihr bereit für die Tests von morgen? Fragte er. Ja, zu einem großen Teil, sagte Marie. Andrew hat das Gleiche gesagt. Vielleicht solltet ihr noch etwas Zeit mit euren Büchern verbringen, bevor ihr in die Koje geht, sagte er und benutzte den nautischen Ausdruck für Bett.
Mama lässt uns an Prüfungstagen bis 10 Uhr bleiben, sagte Andro. Sei nicht dumm, sagte Jack. Licht aus genau um 21.30 Uhr. Sollte es nicht um 21 Uhr sein, Papa? Fragte Marie. Du hast völlig recht, liebe Tochter, sagte Jack zu ihr. Und jetzt komm, geh nach oben. Sie schnappten sich ihre Bücher und gingen die Treppe hinauf. Jack sah ihnen zu, wie sie in ihre Zimmer gingen. Sie waren gute Kinder und er liebte sie sehr. Er hoffte nur, er würde nicht finden, was er vermutete. Er kehrte in sein Büro zurück und nahm ein leeres weißes Notizbuch heraus. Wenn er dies wie eine Untersuchung behandeln wollte, dann wollte er es richtig machen. Er legte das Papier hinein und begann, sich Notizen zu machen, angefangen mit den Informationen, die Alice ihm gegeben hatte. Er druckte die Fotos, die sie ihm geschickt hatte, aus und fügte sie bei. Dann legte er die Vergleichsfotos, die er von den Gesichtern der Kinder gemacht hatte, in ein Notizbuch und schrieb darunter Vaterschaft. Er schlug seinen Kalender auf und warf einen Blick auf die Termine, an denen er sich alle 3 Monate mit Julia traf, wie ein Uhrwerk. Nachdem er die Geburtstermine der Kinder notiert hatte, führte er einen Countdown durch und stellte fest, dass in beiden Fällen ihre Schwangerschaft offenbar um die Zeit dieser Treffen herum begann. Waren das Zufälle? Fragte er sich und kannte die Antwort bereits. Er dachte darüber nach und erinnerte sich an das Gespräch, das sie auf dem Rückweg von der Party hatten, auf der er Erik kennengelernt hatte. Was hatte sie gesagt? Das war, nachdem sie ihm gesagt hatte, dass sie es nicht bereue. Ich habe alles, wovon ein Mädchen träumen kann, sagte sie ihm. Sicher, einen Liebhaber mit einer Menge Ausrüstung und einen ahnungslosen Ehemann zu Hause, der sich um ihre Kinder kümmert, während sie zum Sex in die große Stadt geht. Verflucht sei sie, dachte er. Zur Hölle mit ihr. Er schaute auf seine Uhr und sah, dass es 21.45 Uhr war. Er klappte das Notizbuch zu und schloss es in seiner Schreibtischschublade ein. Er schnappte sich das DNA-Test-Kit und schaute auf, als er sah, dass in den Kinderzimmern das Licht aus war. Er schlich sich näher und schaute hinein. Natürlich schliefen seine beiden Engel schon tief und fest. Er schnappte sich, was er brauchte, und im Handumdrehen hatte er 2 frische DNA-Proben, ohne sie auch nur zu bewegen. Er stellte sicher, dass sie zugedeckt waren, und küsste sie auf die Stirn, bevor er ihr Zimmer verließ. Er fügte dem Kit seine eigene DNA hinzu, füllte den Papierkram aus und packte alles in seine Aktentasche. Er hasste es, aber er beschloss, dass es getan werden musste. In seinem tiefen Sessel sitzend, dachte er über die aktuelle Situation nach und darüber, was er tun würde, wenn er die Wahrheit erfuhr. Wenn sie ihn betrog, war die Scheidung unausweichlich, aber das öffnete eine weitere Dose Würmer, dachte er. Was ist mit dem Sorgerecht für die Kinder, dem Unterhalt, den Alimenten? Er notierte sich, dass er mit einem Anwalt für Familienrecht sprechen würde. Es gab auch noch andere Probleme. Könnte sie wegen Betrugs oder Meineids angeklagt werden, wenn sie wusste, dass Erik der Vater war, ihn aber in der Geburtsurkunde angab? Könnte Erik, wenn sich herausstellt, dass er der Vater ist, für rückständigen Kindesunterhalt haftbar gemacht werden? Was hast du getan, Emily? Fragte er sich. Er schleppte sich ins Bett, konnte aber kaum schlafen. Als Emily gegen 11.45 Uhr von ihrer Besprechung zurückkam, lag er noch immer wach auf dem Bett. Geht es dir gut? Fragte sie. Eigentlich nicht, sagte er. Willst du darüber reden? Fragte sie. Das ist der Fall, an dem ich arbeite, sagte er ihr. Der Mann kommt nach Hause und stellt fest, dass seine ganze Ehe eine Lüge war. Er findet heraus, dass die Kinder, für die er mehr als 10 Jahre lang gesorgt hat, gar nicht seine Kinder sind. Oh mein Gott, sagte sie schockiert. Was ist passiert? Verdammt, schnauzte er. Er hat sie umgebracht. Jack hat gelogen. Mit bloßen Händen. Dann hat er die Kinder getötet. Er hat schließlich auch Selbstmord begangen. Dieser arme Mann, sagte sie. Er sah sie an, bevor er etwas anderes sagte. Ja, sagte er. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss. Ich bin irgendwie froh, dass ich diese Probleme nicht habe. Sie lächelte, sagte aber mehrere Augenblicke lang nichts, um ihre Antwort zu formulieren. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Fragte sie. Ja, ich weiß, sagte er. Was? Du glaubst mir nicht? Fragte sie. Natürlich, ich glaube, sagte er. So wird es besser sein, sagte sie. Ja, übrigens, ich reise einen Tag früher ab, am Donnerstag. Was? Fragte Jack. Es wird Jackero sein. Warum? Ich muss dort noch etwas erledigen, bevor die offiziellen Sitzungen beginnen, sagte sie. Ich packe meine Sachen morgen früh, bevor ich zur Arbeit gehe. Ich habe eine Kopie meiner Reiseroute für sie auf dem Küchentisch liegen lassen. Ich entschuldige mich für die späte Benachrichtigung. Was ist mit der Reservierung? Fragte er. Das wurde heute Morgen gemacht, sagte sie.
Sie wussten also seit heute Morgen davon?", fragte er. "Ja", sagte sie, "das ist problematisch." "Nun, ich hatte gehofft, dich noch einen Tag zu sehen, bevor du abreist", sagte er ihr. "Es tut mir leid", sagte sie. "Hören Sie, ich bin schockiert. Ich muss duschen und die Klamotten ausziehen, dann gehe ich ins Bett." "Ja, natürlich", sagte er. "Sie müssen müde sein." "Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis", sagte sie. Sie betrat das Badezimmer und schloss die Tür. Er nutzte die Gelegenheit, um ihr das Handy aus der Handtasche zu entreißen. Er versuchte, den Code einzugeben, um es zu entsperren, musste aber feststellen, dass der Code, den er all die Jahre gekannt hatte, nicht mehr funktionierte. "Wann hat sie es geschafft, das zu ändern?", fragte er sich. Er legte das Telefon zurück und wühlte weiter in ihrer Handtasche herum. So etwas hatte er noch nie getan und er war neugierig, was er finden würde. Er fand eine Schachtel mit der Aufschrift Plan B ohne Step. Darunter stand Notfallkontrazeptivum. Er wusste, wofür es war, und sein Herz sank noch mehr. Er wusste, dass sie die Pillen immer noch nahm. Sie behauptete, sie würden ihr helfen, ihre Periode zu regulieren, und vielleicht taten sie das auch, aber es gab nur einen Grund dafür, und der machte ihm ein schlechtes Gewissen. Er machte ein Foto mit seinem Handy, stellte die Schachtel zurück und legte sich wieder ins Bett. Als Emily aus dem Bad kam, legte sie sich ins Bett und kuschelte sich an Jack. Anstatt sie zu umarmen, wie er es sonst tat, rollte er sich so weit wie möglich von ihr weg, fassungslos über seine Verachtung. Sie wich mit Tränen in den Augen zurück. "Weiß er es?", dachte sie bei sich. Am nächsten Morgen sagte er kein Wort zu ihr, während sie packte. Er duschte, rasierte sich, zog sich für die Arbeit an und ging dann nach unten, um seinen Morgenkaffee zu trinken. Er schnappte sich den Terminkalender, den sie auf dem Tresen liegen gelassen hatte, und steckte ihn in seine Aktentasche. Nachdem er die Kinder zur Schule gebracht hatte, machte er sich auf den Weg zur Tür. "Du gibst mir nicht einmal einen Abschiedskuss", fragte sie, als er sich der Tür näherte. Er blieb stehen, drehte sich um und sah sie an, ohne ein Wort zu sagen. "Jack, ich liebe dich wirklich. Weißt du", sagte sie. "Aha", sagte er. "Natürlich, ich weiß. Ruf mich an, wenn du da bist." Er ging zur Tür hinaus, ließ sie stehen und fragte sich, wie viel er wirklich wusste. "Diese Angelegenheit muss ihn wirklich beunruhigen", dachte sie. Er war noch nie so kalt gewesen. Chad scannte Julias Reiseroute und schickte sie per E-Mail an Roger, zusammen mit allen Fotos, die er von ihr und Eric hatte. Dann brachte er DNA-Proben mit und vereinbarte ein Nachmittagstreffen mit Lucy Hakins, einer Scheidungsheilfrau, die betrügende Ehepartner hasste. Viele bei der Polizei kannten sie als die beste Freundin des Polizisten nach dem Barkeeper. Sie hasste Betrüger mit Leidenschaft, vor allem solche, die Polizisten angriffen. Dann zwang er sich endlich, zur Arbeit zu gehen. Er dachte, er hätte sein Ziel erreicht, bis er einen Anruf von seinem Chef, Captain Smith, erhielt. "Leutnant Thompson, bewegen Sie Ihren Hintern schnell in mein Büro", sagte er. "Ich komme, Chef", sagte er und zog eine Grimasse zu seinen Kollegen. "Schließ die Tür, Jack", sagte Smith, als Jack erschien. "Setzen Sie sich." "Okay, bevor du fällst, Jack", sagte Smith und sah Zack an, bevor er sprach. "Legen Sie es aus." "Was ist los?" "Ich glaube, meine Frau betrügt mich", sagte Jack. "Willkommen im Club, Kumpel", sagte Smith. "Das passiert uns allen irgendwann einmal. Du verstehst das nicht." "Was?", fragte Smith. "Ist Ihr Fall besonders?" "Ich glaube, sie hat unsere ganze Ehe betrogen", sagte Jack. "Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Kinder nicht einmal von mir sind." "Oh, verdammt, Jack", sagte Smith. "Das ist scheiße. Es tut mir leid, das zu hören." "Ich habe heute Nachmittag einen Termin mit Lucy", sagte Jack. "Gut. Vielleicht solltest du auch vorbeikommen und mit Wilkerson reden", sagte Smith. "Was? Ein örtlicher Psychiater?", fragte Jack. "Es wird nicht wehtun. Du gehst gerade durch die Hölle, Jack", sagte Smith. "Ich brauche dich in Bestform und leider brauche ich dich im Moment nicht. Ich weiß, dass ihre ganze Welt zur Hölle gegangen ist, aber sie sind nicht der erste Mensch, dem das passiert ist. Wenn sie zusätzliche Zeit brauchen, um sich um ihre persönlichen Dinge zu kümmern, ist das in Ordnung. Aber verlieren Sie Ihr Geschäft nicht aus den Augen. Reißen Sie sich zusammen und gehen Sie wieder an die Arbeit. Können Sie mich hören?" "Ich verstehe, Cap", sagte Jack. "Ja, ja", sagte Smith. "Raus hier, du Faulpelz", fügte er mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern hinzu. Jack dachte darüber nach, was der Kapitän gesagt hatte, und ging zu Donna Wilkerson. Nachdem er den Rest der Besatzung kontaktiert hatte, klopfte der mächtige Jack Thompson zur Abwechslung tatsächlich an meine Tür, sagte Donna, als er an ihre Tür klopfte. Donna war eine attraktive Frau, eine Brünette mit braunen Augen.
Sie war etwa 5 Jahre jünger als er und gut gebaut, mit festen, C-förmigen Brüsten und wohlgeformten Beinen. Außerdem war sie verheiratet und hatte 3 Kinder. »Bitte kommen Sie herein und setzen Sie sich«, sagte sie. Er betrat ihr Büro und schloss die Tür, bevor er sich setzte. »Das muss etwas Ernstes sein.« »Was ist denn los, Lieutenant?«, fragte sie. Er erzählte ihr, was er bis jetzt gelernt hatte. »Aber Sie haben noch keine echten Beweise«, fragte sie. »Ich bin gerade dabei, es zu besorgen«, sagte er ihr. »Haben Sie schon mit einem Anwalt gesprochen?«, fragte sie. »Ich habe heute Nachmittag einen Termin mit Lucy Harkins«, sagte Jack. Donna nickte mit dem Kopf. »Das ist ernst, oder?«, fragte sie. »Ja«, sagte er. »Wenn das, was ich vermute, wahr ist, werde ich ihr niemals verzeihen oder ein Auge zudrücken können. Wir sind fertig. Hast du es den Kindern schon gesagt?«, fragte sie. »Nein«, sagte er. »Noch nicht. Du weißt, dass sie darüber am Boden zerstört sein werden«, sagte sie. »Sie sind der einzige Vater, den sie je wirklich gekannt haben. Wenn man nicht aufpasst, können sie für Jahre traumatisiert sein.« »Ich weiß«, sagte er. »Aber ich habe ihnen immer beigebracht, die Wahrheit zu sagen, egal wie sehr es anfangs wehtun mag. Ich kann es nicht vor ihnen verbergen. Irgendwann werden sie es herausfinden. Es ist besser, wenn sie es zuerst von mir erfahren.« »Wie kommen Sie mit all dem zurecht?«, fragte sie. »Nicht sehr gut«, sagte er. »Wenn das, was ich vermute, wahr ist, dann waren die letzten 20 Jahre eine Lüge.« »Ich nehme an, Sie haben noch nicht mit Ihrer Frau darüber gesprochen«, fragte sie. »Nein. Zuerst wollte ich alle Fakten zusammenstellen«, sagte er. »Das ist wahrscheinlich vernünftig«, sagte sie. »Vielleicht sollten wir noch ein wenig reden, wenn du herausgefunden hast, was wirklich los ist. Und denk daran, dass deine Kinder das Wichtigste in deinem Leben sind. Ihre Bedürfnisse müssen an erster Stelle stehen. Das habe ich nie vergessen«, sagte er. »Aber jetzt scheint es, als wären sie nicht einmal meine Kinder. Vielleicht sind sie der biologische Vater, vielleicht auch nicht«, sagte sie. »Aber es besteht kein Zweifel, dass sie ihr Vater sind. Du bist derjenige, der sie aufgezogen und zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Vergiss das nie, Jack.« »Ich werde es nicht vergessen, Donna«, sagte er und stand auf. »Ich danke Ihnen. Ich werde mich melden.« An diesem Nachmittag fand er sich im Büro von Lucy Higgins, einer Anwältin, wieder. Sie hörte ihm aufmerksam zu, als er seine Geschichte erzählte. »Sie sagen, Sie haben bereits einen Privatdetektiv in New York?«, fragte sie. »Ja«, sagte er. »Und warten Sie auf die Ergebnisse Ihres DNA-Tests«, fragte sie weiter. »Das ist richtig«, sagte er. Sie nickte mit dem Kopf. »Ich will mich deswegen nicht auf einen Hai stürzen«, sagte sie. »Warten wir die Beweise ab, bevor wir etwas Drastisches tun. Ich muss allerdings sagen, dass es mich wirklich stört, dass sie an ihrem Arbeitsblatt über sie zu sprechen scheint. Technisch gesehen könnte dies haftbar gemacht werden und somit ein Grund für rechtliche Schritte sein. Ich mache mir auch Sorgen wegen der Geburtsurkunden. Wenn sie wusste, dass sie nicht der Vater sind, als sie sie unterschrieb, könnte sie wegen Vaterschaftsbetrugs und möglicherweise auch wegen Meineids angeklagt werden.« »Ernsthaft, Jack?«, fragte sie. Sie nickte mit dem Kopf. »Ja«, sagte sie. »Die verschiedenen Staaten handhaben solche Dinge unterschiedlich, aber in diesem Staat kann sie, wenn sie sie als Vater angibt und diese Bescheinigungen unterschreibt, obwohl sie weiß, dass sie nicht der Vater sind, mit einer Geldstrafe von bis zu $10.000 und einer Gefängnisstrafe von 5 Jahren für jedes Vergehen belegt werden. Und wenn der wirkliche Vater zu diesem Zeitpunkt davon gewusst hätte, hätte man es als Verschwörung ansehen können, was, wie Sie wissen, in diesem Staat ein Verbrechen ist.« »Verdammt«, sagte Jack. »Ja, das könnte eine Sauerei werden«, sagte sie. »Hören Sie, lassen Sie mich das machen. Ich werde einen Fall eröffnen, aber ich werde nichts vorbereiten, bevor wir nicht einige Beweise haben. In der Zwischenzeit werde ich meine Ermittler einschalten und sehen, was wir herausfinden können. Halten Sie mich jederzeit auf dem Laufenden und geben Sie Emily nicht den geringsten Grund, Verdacht zu schöpfen. Geben Sie ihr den Strick, den sie braucht, um sich zu erhängen. Tun Sie nichts Dummes oder Unvernünftiges und denken Sie daran, dass Ihre Kinder Ihre Hauptsorge sind.« »Ich verstehe«, sagte er. Sie beendeten das Treffen und Jack ging nach Hause. Kaum hatte er das Haus betreten, rief Roger ihn an. »Hey, Kumpel«, sagte Roger. »Wie kommst du klar?« »Okay, denke ich«, sagte Jack. »Emily muss bereits auf dem Weg dorthin sein. Ich habe gerade mit meinem Anwalt gesprochen und wir warten auf Beweise, bevor wir den Abzug betätigen.« »Okay«, sagte er. »Es hat mich ein paar hundert gekostet, aber ich konnte die Kamera in ihr Zimmer bringen. Sie ist sprach- und bewegungsaktiviert und hat einen eigenen Webserver zum Herunterladen. Ich gebe Ihnen die IP-Adresse und Sie können es selbst überprüfen, wenn Sie wollen. Sie können sogar Streaming-Videos aufzeichnen.
Okay, gib mir, was ich brauche, sagte Jack. Roger gab ihm die Adresse und die Anmeldedaten und Jack schrieb alles auf. Danke, Kumpel, sagte er. Jederzeit, sagte Roger. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Ihr Flugzeug wird in etwa einer Stunde landen und ich werde mich um Sie kümmern. Wir sprechen uns bald wieder. Sie beendeten das Gespräch und Jack schaltete seinen Computer ein. Emily Thompson saß auf dem Fensterplatz eines Flugzeugs auf dem Weg nach New York. Sie dachte über ihr Leben nach, während sie aus dem Fenster blickte. Seit fast 20 Jahren war sie mit dem wunderbarsten Mann verheiratet, den sich eine Frau nur wünschen konnte. Er war ein angesehener und ausgezeichneter Polizeibeamter, der sich seiner Arbeit und seiner Familie widmete. Er war ein großartiger Vater für ihre beiden Kinder. Er brachte ihnen das Angeln bei, spielte mit ihnen Ball und nahm sie sogar mit auf den Schießstand, als sie älter waren, und brachte ihnen den Umgang mit Schusswaffen bei. Ein Teil von ihr fühlte sich schuldig für das, was sie all die Jahre getan hatte, aber sie konnte nicht anders. Eric war ihre erste wahre Liebe und er hatte die größte Männlichkeit, die sie je gekannt hatte. Außerdem wusste er, wie man sie einsetzt. Sie wollte ihn heiraten und Kinder mit ihm haben, aber er machte ihr klar, dass er sich nicht mit Kindern belasten wolle. Sie war traurig, als er nach New York ging, und noch trauriger, als er sagte, er würde sich mit anderen Frauen treffen, aber sie beschloss, dass wenn er es konnte, sie es auch konnte. Und dann lernte sie Jack Thompson kennen, einen Marineveteranen, der Polizist werden wollte. Von der Statur her war Jack Eric sehr ähnlich. Er konnte fordernd sein, wenn es nötig war, aber im Gegensatz zu Eric behandelte er sie wie eine Königin. Sie verliebten sich ineinander und sie beschloss, ihn zu heiraten, aber sie wollte auch Erics Kinder. Sie blieb mit Eric in Kontakt, meist per E-Mail und SMS. Jack respektierte sie genug, um nie nach ihrer Vergangenheit zu fragen, und das nutzte sie zu ihrem Vorteil. Eric hatte sich inzwischen einen guten Ruf bei Apex Financials erworben und es war seine Empfehlung, die ihr den Job sicherte. Ihre Affäre mit ihm begann bereits bei der ersten Quartalsversammlung in New York. Sie wusste, dass sie vorsichtig sein musste und unternahm immer zusätzliche Schritte, um Jack im Ungewissen zu lassen. Sie rief ihn jeden Abend an, wenn sie unterwegs war, und sorgte dafür, dass sie blitzsauber nach Hause kam. Da sie nur Erics Kinder wollte, erstellte sie einen Verhütungsplan. Sie und Jack sprachen über Kinder und beschlossen, dass sie die Antibabypille nehmen würde, bis sie bereit waren. Sie nahm die Pillen wie vereinbart, setzte sie aber kurz vor den Reisen ab, ohne es ihrem Mann zu sagen. Als er sie mehrmals zum Geschlechtsverkehr aufforderte, stieß sie ihn mit der Begründung zurück, sie habe ihre Periode oder fühle sich nicht wohl. Die Wahrheit war, dass sie nicht riskieren wollte, von ihrem Mann schwanger zu werden. Jack war 3 Monate auf der Polizeiakademie, als sie mit Andrew schwanger wurde. Sie wusste, dass es Erics Kind war, aber sie sagte Jack, es sei sein Kind. Er war schockiert, weil er wusste, dass sie Pillen nahm, aber gleichzeitig freute er sich auf die Aussicht, einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen zu bekommen. Als Andrew geboren wurde, wusste sie sofort, dass es ein Eric-Baby war. Jack war so sehr damit beschäftigt, den kleinen Jungen zu beobachten, dass er ihm keine Beachtung schenkte, aber seine Mutter schon. Mehr als einmal bestand Jack darauf, dass seine Frau ihn niemals betrügen würde und ließ das Thema fallen. Eric wusste natürlich auch, dass es sein Kind war, aber die beiden beschlossen, dass sie Jack Vater nennen würde. Das gleiche Szenario spielte sich ab, als sie mit Marie schwanger wurde. Nach der Geburt von Marie erzählte sie Jack, dass sie eine sehr schwierige Geburt gehabt habe und bat ihn, einen Wasek-Yaki zu nehmen. Aus Sorge um die Gesundheit und Sicherheit seiner Frau willigte er ein. Nach ihrem Wasek-Yaki atmete Emily erleichtert auf. Sie musste sich keine Sorgen mehr machen, jemals von ihrem Mann schwanger zu werden, aber sie nahm weiterhin die Pillen und erzählte ihm, dass sie dazu beitrugen, ihren Menstruationszyklus zu normalisieren. Ihre Affäre mit Eric ging weiter und sie sah ihn jedes Mal, wenn sie in den Osten flog. Anfangs waren sie zurückhaltend, weil sie im Büro nicht für Klatsch und Tratsch sorgen wollten. Sie machte sich keine Sorgen, dass Jack Eric jemals kennenlernen könnte, da sie mindestens 1000 Meilen voneinander entfernt waren und Eric nie in ihre Stadt gekommen war. Das heißt, bis zu dem Abend der Weihnachtsfeier. Sie trieb Eric in die Enge, als sie ihn das erste Mal sah, und sagte ihm, er solle sich in Jacks Nähe ruhig verhalten. Das Letzte, was sie wollte, war ein Kampf der Titanen zwischen Eric und ihrem Mann. Keine Sorge, sagte Eric. Ich täusche ständig Leute. Dein kleiner Detektiv wird keinen Verdacht schöpfen. Sie war etwas überrascht, als sie später feststellte, dass die beiden Männer sich tatsächlich in aller Ruhe unterhielten. Auf dem Heimweg fing Jack jedoch an, über ihre Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten zu sprechen.
Als er sie fragte, ob sie etwas bereue, wich sie der Frage aus, indem sie sagte, dass sie alles habe, wovon sie nur träumen könne, und das stimme auch. Sie hatte einen wunderbaren Ehemann, der auch ein guter Vater war. Und sie hatte einen Liebhaber, der ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigte. Sie ging weiterhin mit Erik aus, aber im Laufe der Jahre wurden einige Leute auf sie aufmerksam. Vor etwa 5 Jahren begegnete sie Alice, einem neuen Mädchen, das gerade in ihr Team gekommen war. Da sie keine Probleme verursachen wollte, log sie Alice an. »Hör zu, Alice, mein Mann weiß alles darüber«, sagte sie. »Wir führen so etwas wie eine offene Ehe. Er hat kein Problem damit, solange es außerhalb der Stadt passiert. Außerdem wurde er im Dienst verletzt und kann sowieso kaum noch Sex haben. Bitte sagen Sie niemandem etwas.« »Okay. Hek, das ist mir schon peinlich genug«, sagte Alice. »Ich finde es einfach nicht richtig, aber ich werde nichts sagen.« »Danke, Alice. Das bedeutet mir sehr viel«, sagte sie. »Jack und ich sind wirklich glücklich und er versteht sich gut mit Kindern. Ich möchte das nicht verderben und wenn es jemals herauskommt, wird er am Boden zerstört sein.« Doch in den letzten Tagen schien Jack anders zu werden. Er sagte, es sei nur ein Fall, an dem er arbeitete, aber könnte es nur ein Trick sein? Sie wusste es einfach nicht. In letzter Zeit hatte sie begonnen, über die Zukunft nachzudenken. Andrew stand kurz vor dem Highschool-Abschluss und machte deutlich, dass er in Jacks Fußstapfen treten wollte. Marie war bald 17 Jahre alt und wusste nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte. »Bald werden sie das Haus verlassen, und was dann?«, fragte sie sich. Sie und Erik hatten die Möglichkeit einer Scheidung erörtert, aber sie wollte noch ein wenig warten, vielleicht bis Jack aus dem Polizeidienst ausschied, damit sie möglicherweise seine Rente und alles andere von Erik erhalten konnte. Dann könnte sie nach New York ziehen und die ganze Zeit mit Erik zusammen sein, aber sie war sich nicht sicher, ob er das auch wollte. Sie wurde in die Realität zurückgeholt, als der Kapitän ankündigte, dass das Flugzeug den Landeanflug auf den Flughafen LaGuardia antreten würde. Sie setzte sich und bemerkte das blinkende Zeichen über ihrem Kopf, stellte ihr Tablett ab und schnallte sich an. Jack beobachtete den Monitor auf seinem Bildschirm. Er schaute auf seine Uhr und dachte sich, dass sie jeden Moment in ihrem Zimmer sein müsste. Plötzlich startete das Video und er sah, wie seine Frau, gefolgt von Erik, den Raum betrat. Er war fassungslos, als er sah, wie ähnlich dieser Mann seinen Kindern war, während er beobachtete, wie Julia ihre Taschen auf den Boden stellte, sich dann umdrehte und Erik einen heißen Kuss gab. Jack fühlte sich krank. Ein paar Minuten später tanzten die beiden einen horizontalen Mambo auf dem Bett. »Oh Gott, das habe ich gebraucht«, sagte sie, als sie fertig waren. »Ich auch«, sagte Erik. »Sag mal, wie läuft es denn mit dem stellvertretenden Freund?« »Bitte sprich nicht so über Jack«, sagte Julia. »Er ist ein sehr angesehener Polizeibeamter.« »Ja, ja«, sagte Erik spöttisch. »Ich sehe, wie sehr du ihn respektierst. Er ist so gut, dass er immer noch nicht versteht, was du all die Jahre hinter seinem Rücken gemacht hast. Verdammt, er hat die ganze Zeit meine Kinder großgezogen und er hat immer noch keine Ahnung. Vielleicht sollte ich ihm zum Vatertag eine Karte schicken, um ihm für seine hervorragende Arbeit zu danken.« »Wage es nicht«, sagte Julia und schlug ihm auf die Hand. »Wirst du ihn verlassen?«, fragte er. »Erst wenn die Kinder aus dem Haus sind«, sagte sie. »Vielleicht erst, wenn er in Rente geht. Auf diese Weise kann ich einen angemessenen Teil seiner Rente erhalten. Weißt du, ich habe darüber nachgedacht, dich zu bitten, in meine Abteilung zu wechseln. Du hättest dann immer noch deinen beruflichen Werdegang und wir wären für immer zusammen. Was hältst du davon?« »Vielleicht, wenn die Kinder weg sind«, sagte sie. »Wenn sie ihren Abschluss gemacht haben, wird es egal sein. Im Moment brauchen sie mich bei Jack.« »Okay, über welchen Zeitraum reden wir?«, fragte er. »Nun, Marie wird bald 17«, sagte sie. »Ich würde sagen, nicht mehr als 1,5 Jahre, vielleicht maximal 2 Jahre. Wenn man bedenkt, dass wir das schon seit 20 Jahren machen, sollte es ein Kinderspiel sein. Ich möchte wirklich, dass sie ihre Kinder wenigstens einmal treffen. Ich glaube, sobald sie sie sehen, werden sie sich in sie verlieben.« »Nein, nein. Wir waren uns einig, erinnerst du dich?«, fragte er. »Von dem Moment an, als du schwanger wurdest, haben wir gesagt, dass ich keinen Kontakt zu ihnen haben würde. Wir haben sogar vereinbart, dass du sie mit Jacks Kindern verheiraten würdest. Weißt du noch?« »Ich erinnere mich«, sagte sie. »Ich denke nur, es wäre schön, wenn du sie kennenlernen würdest. Vielleicht eines Tages, wenn du dich von dem Polizisten scheiden lässt«, sagte er. »Übrigens, wir haben einen Tisch für das Abendessen reserviert. Mach dich lieber fertig.« »Okay«, sagte sie. »Ich gehe duschen und ziehe mich um. Wir sehen uns unten in, sagen wir, einer Stunde.« »Bis dann«, sagte er und küsste sie. »Ich liebe dich wirklich, Erik.«
Und ich liebe dich auch, Emily, sagte er. Wir sehen uns dann unten. Okay. Er stand auf und verließ den Raum, während er Julia dabei zusah, wie sie ihr Handy herausnahm und eine Nummer wählte. Ein paar Sekunden später klingelte sein Telefon. Er holte es heraus und überlegte, ob er es auf die Mailbox sprechen sollte. Nach ein paar Mal klingeln, nahm er ab. Ja, sagte er. Hey, check, ich bin's, Emily, sagte sie. Ich weiß, sagte er. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich gut in New York angekommen bin. Okay, sagte er. Wie läuft es mit Ihrem Fall? Fragte sie. Ich denke, wir werden alles geklärt haben, wenn Sie zurückkommen, sagte er. Ich bin sehr, sehr nah dran, meinen Hauptverdächtigen zu fassen. Das freut mich, sagte sie. Ich habe gemerkt, wie sehr dich das gestört hat. Du hast keine Ahnung, sagte er. Ich gehe jetzt essen, aber ich rufe dich morgen Abend an. Okay, fragte sie. Okay, sagte er. Ich liebe dich wirklich, Jack. Das weißt du doch, oder? Fragte sie. Ja, natürlich, sagte er. Ich werde den Kindern sagen, dass sie angerufen haben und sie grüßen. Wir sprechen uns später. Tschüss. Er beendete das Gespräch und fragte sich, ob sie bemerkt hatte, dass er nie gesagt hatte, dass er sie liebte. Er sah sich das Video an. Nachdem er aufgelegt hatte, starrte sie ein paar Sekunden lang auf ihr Telefon. An ihrem Gesichtsausdruck konnte er ablesen, dass sie besorgt war. Okay, dachte er. Er stellte sicher, dass das Video auf seiner Festplatte aufgezeichnet wurde und speicherte es, damit er es später auf eine DVD brennen konnte. Er schaltete den Monitor aus und ging ins Wohnzimmer. Zu diesem Zeitpunkt waren die Kinder bereits von der Schule nach Hause gekommen. Am nächsten Tag erhielt er einen Anruf vom DNA-Labor, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Ergebnisse seines Tests vorlegen. Er ging hin und holte es ab. Er war nicht überrascht, als er feststellte, dass keines der anwesenden Kinder seins war. Jetzt ist es offiziell, dachte er. Er nahm die DVD, die er gestern Abend aufgenommen hatte, und den DNA-Test mit in Lucys Büro. Der DNA-Test ist gut, aber Sie wissen, dass ich das Video nicht als Beweismittel vor Gericht verwenden kann, sagte sie. Aber ich denke, wir haben genug Daten, um den Prozess zu beginnen. Wir werden die Scheidung wegen Ehebruchs und Betrugs einreichen. Es handelt sich um eine Gütergemeinschaft, aber das Gericht berücksichtigt den Ehebruch, wenn es um die Aufteilung des Vermögens geht. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob wir etwas gegen den Vaterschaftsbetrug unternehmen können, da die Beweise vor Gericht nicht vorgelegt werden können. Was wäre, wenn ich Sie dazu bringen könnte, zuzugeben, was sie getan hat? Fragte Jack. Vielleicht in Anwesenheit von Zeugen, sagte sie. Lassen Sie mich einen Moment darüber nachdenken. Kommen Sie am Mittwoch zu mir. Bis dahin werde ich mir etwas einfallen lassen. Okay, wir sehen uns am Mittwoch, sagte er, bevor er ging. In dieser Nacht rief Emily wie üblich an, gleich nachdem sie mit Erik Sex hatte. Sie war gut darin, dafür zu sorgen, dass ihr Liebhaber still war, während sie telefonierte. Offensichtlich hatten sie nach Jahren der Täuschung Erfolg. Jack achtete darauf, ihr am Mittwoch nie zu sagen, dass er sie liebte. Er traf sich mit Lucy, wie sie es gewünscht hatte. Diesmal war ein anderer Mann in ihrem Büro. Jack kannte ihn, Marvin Morisot, den Bezirksstaatsanwalt. Es gab noch eine weitere Person, eine Stellvertreterin namens Sarah Miles. Chad hatte in der Vergangenheit schon mehrmals mit ihr zusammengearbeitet und sie waren gute Freunde geworden. Bevor die Sitzung begann, schüttelten sie sich alle die Hände. Leutnant Thompson, sagte Marvin, Lucy hat mich auf ihren Fall aufmerksam gemacht und ich stimme zu, dass das, was ihre Frau getan hat, vorsätzlicher Betrug war. Aber wir brauchen mehr als das Videomaterial aus ihrem Hotelzimmer. Was schlagen Sie vor? Wenn Sie Ihre Frau dazu bringen könnten, zuzugeben, dass sie diese Formulare gefälscht hat, könnten wir sie vielleicht festnehmen und anklagen, sagte Marvin. Sollte sie zurückkehren? Ich denke, sie sollte am Samstagmorgen zurück sein, sagte Jack. Ich werde sie fragen, wenn sie abends anruft. Okay, sagte Marvin. Ich schlage außerdem vor, dass Sie einen Zeugen einladen. Ich nehme an, Sie kennen die Beauty Miles. Ja, wir kennen uns, sagte Jack. Das ist noch besser, sagte Marvin. Bringen Sie Ihre Frau dazu, die Tat zuzugeben, am besten auf Band, damit der Sheriff ihr die Scheidungspapiere aushändigen und sie gleichzeitig verhaften kann. Okay, sagte Jack. Ich sage dir Bescheid, wann du sie erwarten kannst, sagte er zu Sarah. Ich werde dafür sorgen, dass die Kinder gehen. Ich will nicht, dass sie sehen, wie ihre Mutter in Handschellen abgeführt wird. Gute Idee, sagte Marvin. Sie werden sie in meine Obhut übergeben und ich verspreche, dass wir sie nach dem Gesetz verhaften werden. Jack bestätigte ihre Rückkehr am Abend, als sie anrief. Willst du immer noch am Samstagmorgen zurückkehren? Fragte er. Natürlich, sagte sie. Okay, sagte Jack. Vielleicht könnten wir eine Party machen oder so. Das wäre so schön, sagte sie.
Du weißt, dass ich dich liebe und vermisse, oder? Ja, natürlich, sagte Jack in neutralem Ton. Liebst du mich nicht? Fragte sie. Du hast mir diese Woche nicht gesagt, dass du mich liebst oder mich vermisst. Ja, ich habe dich geliebt, sagte er. Wir reden später mit dir. Tschüss. Er beendete das Gespräch und fragte sich, ob sie die Vergangenheitsform, die er absichtlich verwendet hatte, mitbekommen hatte. Er schaute auf den Monitor und sah, wie sie mit einem besorgten Gesichtsausdruck auf das Telefon schaute. Zugleich lächelte er, während er sie beobachtete. Sie legte den Hörer auf und kletterten neben Eric auf das Bett. Und? Fragte er. Sie wollen eine Party feiern, wenn ich zurückkomme, sagte sie. Wie ungewöhnlich, sagte er. Was bedrückt dich, Jack? Fragte sie. Er war die ganze Woche über so kalt, sagte er. Er arbeitet an einem Fall, der ihn wirklich beunruhigt, aber ich frage mich langsam, ob er von uns weiß. Er weiß es nicht, sagte Eric. Du kennst Jack nicht so gut wie ich, sagte sie. Ich glaube, er weiß es und er plant etwas. Und wenn er es weiß? Sagte Eric. Was wird er denn tun? Sich von dir scheiden lassen. Am Ende wirst du fast alles haben und er wird in einem Pappkarton leben und Katzenfutter essen. Und wer weiß, vielleicht beißt er auch in den sauren Apfel. Dann wirst du alles haben. Warum hörst du nicht auf, über ihn zu reden und konzentrierst dich stattdessen auf uns? Jack schaltete den Monitor aus und ließ das Video auf seiner Festplatte speichern. Vor den Kindern machte er ein tapferes Gesicht und ging mit ihnen zum Abendessen. Am Freitag rief Lucy ihn an und er ging in ihr Büro. Sarah wartete bereits auf ihn. Okay, Jack, hier sind die Scheidungspapiere, sagte Lucy. Wir reichen eine Erklärung wegen Ehebruchs und Betrugs ein. Ich habe um die Vormundschaft und darum gebeten, dass du das Haus behältst. Außerdem habe ich darum gebeten, das gesamte ehrliche Vermögen im Verhältnis 70-30 aufzuteilen, da ihre Affäre von langer Hand geplant war und sie seit Beginn der Ehe betrügerisch gehandelt hat. Vielleicht wird der Richter das anders sehen, aber wir werden sehen, was passiert. Ich habe auch eine Klage gegen Eric Johans so eingereicht, in der ich eine beträchtliche Entschädigung für Kindesunterhalt und Unterhaltskosten fordere. Die Beauty Miles wird die Papiere am Samstag zustellen und sie auch verhaften, wenn sie dazu bringen können, den Betrug zu gestehen. Ich habe die Dokumente gegen Eric nach New York weitergeleitet und darum gebeten, dass sie ihm am Samstagmorgen zugestellt werden. Haben Sie Fragen? Nein, sagte Jack. Sei um 7.30 Uhr bei mir, wenn du kannst, sagte er zu Sarah. Ihr Flug soll um 7.08 Uhr morgens ankommen und von dort aus wird die Heimreise nicht so lange dauern. Du kennst doch die Adresse, oder? Ich weiß, Jack, sagte sie. Ich werde da sein. Ich danke dir. Er holte tief Luft und ließ sie wieder los. Ich glaube, das war's, sagte er ihnen. Es ist Zeit zu handeln. An diesem Abend packte er ein paar Taschen und brachte die Kinder zu Emilys Elternhaus. Sie waren verwirrt von dem, was geschah. Kommt Mami morgen früh nicht nach Hause? Fragte Andrew. Ja, sagte Jack. Warum können wir dann nicht hier bleiben? Fragte Marie. Hört zu, Kinder, ich muss mit eurer Mutter etwas besprechen und es wäre besser, wenn ihr dabei nicht dabei wärt, sagte Jack. Ich werde euch am Samstagnachmittag alles erklären. Ich verspreche es. Wollt ihr euch scheiden lassen? Fragte Marie. Bitte, Dad, sag uns nicht, dass ihr euch trennt. Ich fürchte, da kann man nichts machen, sagte Jack. Hast du sie betrogen? Fragte Marie. Jack schüttelte den Kopf. Nein. In der ganzen Zeit, in der wir verheiratet sind, habe ich noch nie an eine andere Frau gedacht, sagte Jack. Willst du damit sagen, dass sie dich betrogen hat? Fragte Andrew. Bitte, Kinder, arbeitet mit mir zusammen, sagte Jack. Ich werde euch morgen Nachmittag alles erklären. Das verspreche ich euch. Und sagt eurer Mutter nichts davon. Sie stiegen ins Auto und fuhren zum Haus von Emilys Eltern. Es war eine ruhige Fahrt, abgesehen von Maries Weinen. Als sie dort ankamen, wurden sie von Emilys Mutter an der Tür empfangen. Was ist los, Jack? Fragte sie. Warum weint Marie? Es tut mir leid, Machi, sagte er. Ich muss morgen früh mit Emily sprechen, wenn sie zurückkommt. Ich verspreche dir, dass ich dir morgen Nachmittag alles erzählen werde. Du wirst ihr doch nicht wehtun, oder? Fragte sie. Nein, das würde ich nie tun, sagte er. Du lässt dich von ihr scheiden, nicht wahr? Fragte Machi. Ja, sagte Jack. Es ist genau das Gegenteil. Ich werde es Chad morgen erklären. Danke, dass du die Kinder abgeholt hast, sagte sie. Okay, okay, Jack. Du sagst uns besser die ganze Wahrheit, Jackero. Das werde ich tun, glauben Sie mir, sagte er, bevor er ging. An diesem Abend sprach er kurz mit Julia. Er sah sie auf dem Video, wie sie nackt mit Eric auf dem Bett saß. Werden Sie morgen früh wie geplant hier sein? Fragte er.
Das werde ich tun, sagte sie. Wie laufen Ihre Geschäfte? Fast fertig, sagte er. Ich erwarte, dass unser Verdächtiger morgen um diese Zeit festgenommen wird. Okay, sagte sie. Dann wird vielleicht alles wieder normal. Vielleicht, sagte er. Ich muss essen gehen. Wir sprechen uns dann morgen früh. Bye. Er beendete das Gespräch und sah sie auf dem Video an. Er sah Tränen auf ihrem Gesicht, als sie auf ihr Telefon schaute. Er lächelte. Oh ja, dachte er. Morgen wird es noch viel mehr davon geben. Und dann war es soweit. Samstagmorgen. Sarah kam kurz vor 7 Uhr morgens und half ihm, alles für die letzte Konfrontation vorzubereiten. Jack hatte gerade seine Zigarette ausgedrückt, als er Emilys Auto in die Garage fahren hörte. Er hoffte, dass sie nicht über den großen Stapel von Müllsäcken stolpern würde, in denen ihre gesamte Kleidung verstaut war. Er lauschte und hörte ihre hohen Absätze auf dem Boden klacken, als sie zur hinteren Terrasse ging. Lautstärke, fragte sie und öffnete die Hintertür. Er winkte ihr mit der Hand zu und lud sie auf die hintere Veranda ein. Emily, sagte er, ich hoffe, du hattest einen guten Flug. Ja, sagte sie und sah sich um. Was ist hier los? Wer ist das? Wo sind die Kinder? Was ist das für ein Polizeiauto am Eingang? Die Kinder sind jetzt bei eurer Mutter, sagte er. Das ist die Beauty Sarah Miles und das ist ihr Streifenwagen da vorne. Bitte setzen Sie sich. Wir müssen uns unterhalten. Ich muss erst duschen, sagte sie. Nein, Emily. Ich sagte, setz dich hin. Wir müssen jetzt reden, sagte er in einem festen Ton. Erschrocken setzte sie sich langsam auf den Sitz gegenüber von Sarah, sodass sie in einem 90-Grad-Winkel zu Jacks linker Seite stand. Er holte einen digitalen Audiorekorder heraus, drückte auf einen Knopf und legte ihn auf den Tisch. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn wir dieses kleine Gespräch aufzeichnen, sagte er. Ich nehme an, in Anbetracht der Art dieses Falles sollte ich Ihnen Ihre Rechte vorlesen. Jack fügte hinzu, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Wenn Sie sich keinen Anwalt leisten können, wird Ihnen einer zur Verfügung gestellt. Verstehen Sie diese Rechte, so wie ich sie Ihnen vorlese? Fragte er. Natürlich, sagte sie schockiert, aber ich gehöre nicht zu Ihren Verdächtigen. Ich brauche keinen Anwalt, weil ich nichts getan habe. Was ist hier los, Jack? Eigentlich sind Sie ein Verdächtiger, sagte er ihr. Und zwar mein Hauptverdächtiger. Er zog zwei Blätter Papier hervor und legte sie vor Julia. Erkennen Sie diese Formulare? Fragte er. Ja, natürlich. Ich werde es herausfinden, sagte sie. Was ist es? Fragte er. Das sind die Geburtsurkunden der Kinder, sagte sie. Er nickte mit dem Kopf. Für das Protokoll. Dies sind beglaubigte Kopien der Geburtsurkunden von Andrew Jackson Thompson, 18, und Mary Constance Thompson, 16, sagte Jack. Fürs Protokoll, wer wird als Vater genannt? Fragte Jack. Natürlich bist du das, sagte sie. Lesen Sie bitte den Namen, sagte er. Thomas Jefferson Thompson las sie. Er zog ein weiteres Blatt Papier hervor und legte es vor sie hin. Was ist das? Fragte sie. Es ist ein DNA-Test, der vom McMillan-Labor hier in der Stadt durchgeführt wird, sagte er. Achten Sie auf die drei Proben. Probe A wurde von einem erwachsenen Mann genommen, nämlich von einem gewissen Jack Thompson. Probe B ist von Andrew Thompson und Probe C ist von Mary Thompson. Sehen Sie sich bitte die Zusammenfassung unten an. Sie besagt, dass die Personen, die durch Probe B und Probe C repräsentiert werden, miteinander verwandt sind, aber keine der beiden Proben ist mit der Person verwandt, die durch Probe A repräsentiert wird. Sie sagte auf Englisch, das bedeutet, dass ich nicht der biologische Vater der beiden Kinder bin, die auf diesen Geburtsurkunden aufgeführt sind, sagte er. Sagen Sie uns doch bitte, wer ist wirklich der Vater des Babys? Nun, Sie natürlich, sagte sie mit zitternder Stimme. Er schüttelte den Kopf. Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Video auf dem Laptop, sagte er. Sie sah mit großen Augen zu, wie er das Video von ihrem ersten Treffen letzte Woche abspielte. Woher hast du es? Fragte sie. Ich werde Fragen stellen, sagte er. Sie und ihr Liebhaber, ein gewisser Erik Johans, so haben soeben zugegeben, dass er der wirkliche biologische Vater der fraglichen Kinder ist, und sie haben beide zugegeben, dass sie einen Betrug geplant haben, indem sie mich als Vater angegeben haben, obwohl sie wussten, dass dies nicht der Fall war. Okay, verdammt nochmal, sagte sie wütend. Ich gebe es zu. Ich wollte seine Kinder, nicht deine. Und ja, ich habe die Geburtsurkunde unterschrieben, in der du als Vater aufgeführt bist. Es ist mein Recht zu entscheiden, wen ich als Vater meiner Kinder sehen will. Aber du hast kein Recht, Betrug zu begehen.
Sagen Sie mir, was haben Sie Ihren Arbeitskollegen über Ihre langjährige Beziehung zu Herrn Johanns so erzählt? Fragte er. Was hat das mit dir zu tun? Fragte sie. Kennen Sie eine gewisse Alice Blackstone? Fragte er. Ja, ich kenne sie, sagte sie. Weißt du noch, was du ihr vor 5 Jahren gesagt hast? Fragte er und zog ein weiteres Blatt Papier hervor. Es ist vage, antwortete sie. Ich habe ihr gesagt, dass wir eine offene Ehe führen, aber das tun wir nicht, oder? Fragte er. Wir haben dem nie zugestimmt, nein, sagte sie. Weißt du noch, was du ihr gesagt hast? Fragte Jack. Irgendetwas darüber, dass du verletzt wurdest, sagte sie. Sie haben ihr gesagt, dass ich im Dienst verletzt wurde und keinen Sex mehr haben kann, sagte er. Erinnern Sie sich daran? Okay, seufzte sie. Ja, ich erinnere mich daran. Und nach dem, was mein Anwalt herausgefunden hat, haben Sie mehreren anderen das Gleiche erzählt, richtig? Fragte er. Ja, sagte sie. Du gibst also zu, dass du über mich gelogen hast, um deine Handlungen mit Eric zu rechtfertigen, richtig? Fragte er. Ja, sagte sie leise. Ich sehe keinen Grund, dieses Gespräch fortzusetzen, sagte er. Er sah Sarah an und nickte mit dem Kopf. Sie stand auf und reichte Julia einen Briefumschlag. Emily Thompson, Sie sind benachrichtigt worden, sagte sie. Tränen liefen über Julias Gesicht. Sarah sah Jack an, der wieder mit dem Kopf nickte. Bitte stehen Sie auf, drehen Sie sich um und nehmen Sie die Hände auf den Rücken, Mrs. Thompson, sagte Sarah. Warum Julia? Fragte sie. Sie sind in 2 Fällen von Vaterschaftsbetrug und in 2 Fällen von Verschwörung zum Betrug verhaftet, sagte Sarah. Was, Julia? Rief er. Das stimmt, Emily, sagte Jack. Was Sie getan haben, verstößt in diesem Staat gegen das Gesetz. Ehebruch ist in diesem Staat auch ein Vergehen, aber der Staatsanwalt sagt mir, dass er in diesem Fall wahrscheinlich keine Verurteilung erreichen könnte. Ich denke jedoch, dass es eine gute Idee wäre, sich einen Anwalt zu nehmen, bevor Sie sprechen. Er sah Sarah an. Bring sie weg von hier, begann Sarah, um sie wegzuführen. Julia drehte sich um und sah Jack an. Tränen liefen ihr über die Wangen. Jack, bitte. Ich liebe dich, weinte sie. Bitte, tu das nicht. Ich bin froh, das von dir zu hören, sagte Jack. Mich schaudert es, wenn ich daran denke, was du mit mir machen würdest, wenn du mich nicht magst. Er beobachtete, wie Sarah eine weinende Julia zum Streifenwagen am Eingang führte. Sarah setzte sie auf den Rücksitz und fuhr davon. Jack war erleichtert, dass alles vorbei war, aber er fühlte eine innere Leere, die ihn überraschte. Er hatte sie über 20 Jahre lang geliebt. Wie konnte sie ihn nur so betrügen? Jetzt ist es Zeit für den schwierigsten Teil. Er wird Emilys Kindern und Eltern gegenübertreten und ihnen sagen müssen, was passiert ist. Wie soll er 2 Kindern erklären, dass er ihre Mutter ins Gefängnis bringen musste, obwohl er derjenige war, der sie aufgezogen hat? Er schnappte sich seinen Laptop und den USB-Stick mit dem bearbeiteten Video und fuhr zu Maggies Haus, wobei er sich fragte, was er ihnen sagen würde, wenn er dort ankam. Er klopfte an die Tür. Maggie öffnete sie und bat ihn herein. Ich glaube, es ist an der Zeit, alles zu erklären, sagte er ihr. Wo sind die Kinder? Sie sind im Hinterhof, sagte sie. Lass mich sie holen gehen. Du kannst auch Cliff anrufen. Jack sagte, er solle es auch hören. Cliff war Emilys Vater und Chad hatte immer zu ihm aufgeschaut. Einige Minuten später waren sie alle im Wohnzimmer. Was ist los, mein Sohn? Fragte Cliff. Wo ist Emily? Ich vermute, dass sie bereits im Bezirksgefängnis ist, sagte Jack. In den Knast? Fragte Cliff. Wofür? Auch alle anderen waren schockiert. Das ist eine lange Geschichte, sagte Jack. Lass es mich erklären. Er sah die Kinder an, bevor er weitersprach. Er hoffte, dass sie ihn nach dem heutigen Tag nicht hassen würden, aber tief im Inneren wusste er, dass er das Richtige getan hatte. Vor langer Zeit hat deine Mutter beschlossen, dass sie keine Kinder von mir will, begann er und ließ alle aufhorchen. Aber wir sind doch deine Kinder, sagte Mary schockiert. Ich habe dich großgezogen, aber ich bin nicht dein biologischer Vater, sagte Jack. Es gab einen Mann, mit dem sie vor mehr als 20 Jahren verlobt war, bevor sie mich kennenlernte. Sie wollte ihn heiraten, aber er wollte keine Verantwortung für Kinder übernehmen. Moment mal. Ich erinnere mich an diesen Typen, sagte Machi. Ein großer Typ, blond mit langen Haaren. Ich glaube, er ist Norweger. Ich habe hier irgendwo ein Foto von ihnen. Sie nahm ein Fotoalbum heraus, fand ein Foto und zeigte es Cliff. Seine Augen weiteten sich, als er die Ähnlichkeiten zwischen Eric und den Kindern sah. Ja, sein Name ist Eric Johansson, sagte Jack. Wie dem auch sei, Julia beschloss, dass sie mit ihm Kinder haben wollte, obwohl er sie nicht wollte. Also hat sie es getan. Sie ist im Gefängnis, weil sie Sex mit einem anderen Mann hatte, fragte Andro.
Nein, sie ist im Gefängnis wegen Vaterschaftsbetrugs, sagte Jack. Als ihr geboren wurdet, hat sie die Geburtsurkunde ausgefüllt und unterschrieben, dass ich euer Vater bin, obwohl sie von Anfang an wusste, dass ich es nicht bin. Schlimmer noch, sie hat sich mit diesem Eric verschworen, um mich zu zwingen, die Kinder, die er ihr geschenkt hat, als meine eigenen aufzuziehen. Was sie getan hat, ist illegal und kann mit bis zu $10.000 und 5 Jahren Gefängnis bestraft werden, fügte Jack zur Verdeutlichung hinzu. Darüber hinaus handelt es sich um eine Anklage wegen Verschwörung zum Betrug. Das ist noch nicht alles, fragte Cliff weiter. Ja, sagte Jack. Nach der Geburt von Marie bat sie mich, einen Wasek-Yaki zu bekommen, obwohl sie wusste, dass die Kinder nicht von mir waren. Dank ihr kann ich keine Kinder mehr bekommen, und sie hatte während unserer gesamten Ehe eine Affäre mit diesem Mann. Jedes Mal, wenn sie in den Osten flog, war sie bei ihm. Erst letzte Woche hat sie die Möglichkeit erörtert, sich von mir scheiden zu lassen und zu ihm zu ziehen. Ich habe alles auf Video, wenn sie es sich ansehen wollen. Oh mein Gott, sagte Machi. Wie Sie sich vorstellen können, lasse ich mich stattdessen von ihr scheiden, sagte Jack. Was ist mit uns? Fragte Marie. Was wird mit uns geschehen? Sind wir jetzt Waisenkinder? Nein, Schatz, sagte Jack. Ich bin vor Gericht gegangen und habe das Sorgerecht für euch beide beantragt. Ich bin vielleicht nicht euer biologischer Vater, aber ich habe euch großgezogen und ich kann mir nicht vorstellen, euch nicht in meinem Leben zu haben. Ich habe mich in dem Moment in dich verliebt, als ich dich sah. Marie lief auf ihn zu und umarmte ihn. Oh Daddy, rief sie aus. Ich habe dich auch lieb. Jack blickte auf und sah Andrew, der langsam auf sie zukam und seine Tränen zurückhalten musste. Jack streckte ihm eine Hand entgegen und hielt Marie fest. Es ist in Ordnung zu weinen, mein Sohn, sagte er. Ich habe das selbst oft getan. Bin ich noch dein Sohn, Andrew? Fragte er, während ihm die Tränen über das Gesicht liefen. Chad nickte mit dem Kopf. Natürlich, sagte Jack. Du wirst immer mein Sohn sein. Andrew gesellte sich zu seinem Vater und seiner Schwester, und die drei weinten und umarmten sich gegenseitig. Ich habe dich lieb, Dad, sagte Andrew. Ich liebe dich auch, mein Sohn, sagte Jack, und heiße Tränen liefen über sein Gesicht. Alles wird gut, Leute. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Und was passiert jetzt mit Emily? Fragte Cliff, nachdem Jack und die Kinder zur Vernunft gekommen waren. Nun, sie wurde ins Bezirksgefängnis gebracht, sagte Jack. Ich denke, sie wird dich vielleicht sogar bald anrufen. Der Staatsanwalt wird sie anklagen, und soweit ich weiß, arbeitet er daran, Johannes so auszuliefern, damit er wegen Verschwörung angeklagt werden kann. Er will beweisen, dass bei Emily Fluchtgefahr besteht und sie nach New York fliehen könnte, wenn sie auf Kaution freigelassen wird. Wir werden herausfinden, wie es läuft, wahrscheinlich am Montag, wenn sie ihre erste Anhörung hat. Was ist, wenn sie auf Kaution freigelassen wird? Fragte Machi. Es würde mich überraschen, wenn das der Fall wäre, aber vielleicht will sie ja bei dir bleiben, sagte Jack. Ich habe bereits alle ihre Sachen eingesammelt und jetzt sind sie in der Garage. Genau in diesem Moment klingelte das Telefon zu Hause. Machi nahm den Hörer ab und fand sich in einem Gespräch mit einer hysterischen Julia wieder. Schließlich konnte sie Julia so weit beruhigen, dass sie zuhörte. Hör zu, Emily. Jack ist hier und er hat uns erzählt, was du getan hast, sagte Machi. Ich muss sagen, dass ich mich sehr für dich schäme. Wenn du Jacks Kinder nicht wolltest, hättest du ihn nicht heiraten dürfen. Wir hören Emily am anderen Ende der Leitung etwas sagen. Verdammt nochmal, Emily. Du hast gegen das Gesetz verstoßen, sagte Matzi entschieden. Wir haben dich besser erzogen als das. Wenn sie dich rauslassen, kannst du hierbleiben, aber erwarte nicht, dass wir deine Tat gutheißen. Und nein, wir finden, die Kinder sollten bei Jack bleiben. Wir hörten etwas am anderen Ende der Leitung und Machi rief nach den Kindern. Jungs, wollt ihr mit eurer Mutter sprechen? Fragte Machi. Andrew und Marie sahen sich einen Moment lang an, bevor sie antworteten. Auf keinen Fall, riefen sie gleichzeitig. Jack und Cliff lachten, als sie dies hörten. Machi wandte sich wieder dem Telefon zu. Es tut mir leid, Emily, aber sie sind im Moment nicht daran interessiert, mit dir zu reden, sagte sie. Vielleicht tun sie es, wenn sie sich ein wenig beruhigt haben. Ja, wir werden sehen, ob wir einen Anwalt für dich finden können. Es ist Zeit für uns zu gehen, Emily. Es war schön, mit ihnen zu plaudern. Selbst nachdem Machi aufgelegt hatte, hörten wir Emily weinen. Nun, das ist alles, sagte Cliff. Dieses Mädchen muss noch eine Menge lernen, sagte Machi. Hört mal, warum bleibt ihr Kinder nicht noch eine Nacht hier, damit euer Vater die Hausarbeit erledigen kann? Okay, okay, sagte Andrew. Marie stimmte zu. Machi sah Jack an, der immer noch ein wenig geschockt war von dem, was geschehen war. Alles wird gut, Jack, sagte sie. Wir werden für dich und die Kinder da sein.
Warum gehst du nicht nach Hause und machst dich frisch? Du kannst sie morgen abholen. Danke, Chick, sagte er und umarmte sie. Claes schüttelte ihm die Hand und Chick umarmte die Kinder erneut. Bis morgen, Jungs, sagte er ihnen. Ich liebe euch beide und bin sehr stolz auf euch. Wir haben dich auch lieb, Papa, sagte Marie. Emily wurde am darauffolgenden Montag zur Anklageerhebung vorgeführt. Nach Anhörung der Argumente des Staatsanwalts Marvin Morisot ordnete der Richter an, sie ohne Kaution festzuhalten, da er befürchtete, sie könnte aus der Gegend fliehen und nach New York zu ihrem Liebhaber gehen. 3 Monate später wurde sie von den Geschworenen in 2 Fällen des Vaterschaftsbetrugs und in 2 Fällen der Verschwörung zum Betrug für schuldig befunden. Der Richter verurteilte sie zu insgesamt 10 Jahren Gefängnis, wobei sie nach 6 Jahren auf Bewährung entlassen werden kann. Ihr Unternehmen entließ sie nach dem Urteilsspruch. Eric wurde ausgeliefert, vor Gericht gestellt, für schuldig befunden und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wird in 3 Jahren auf Bewährung entlassen. Das Unternehmen hat ihn ebenfalls entlassen. Das Zivilverfahren gegen ihn dauerte etwas länger. Aber die Geschworenen sprachen Jack eine beträchtliche Entschädigung zu, die er sofort in den College for the Kinder einzahlte. Die Verleumdungsklage wurde abgewiesen, nachdem ein Richter entschieden hatte, dass Jack kein tatsächlicher Schaden entstanden war. Jacks Scheidung wurde auf Lucys Antrag hin bewilligt. Emily erhielt 30% der gemeinsamen Bankkonten, die Jack für sie zurückgelegt hatte, damit sie nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis darauf zugreifen konnte. Er hat sie nie im Gefängnis besucht, aber die Kinder schon. Danach kehrten sie einmal nicht mehr zurück. Andrew erzählte Jack, dass Marie so aufgebracht und wütend auf ihre Mutter war, dass sie fast gezügelt werden musste. Andrew schloss die High School ab und trat in die Fußstapfen seines Vaters. Er trat dem Marinekorps bei und wurde Militärpolizist. Jack war so stolz auf seinen Sohn, dass er Marie mitnahm, um ihm als Ehrenrekrut in seinem Zug beim Abschluss zuzusehen. Jack setzte seinen Polizeidienst fort und wurde schließlich nach der Pensionierung von Captain J. Schmidt zum Captain befördert. Sein Privatleben war praktisch verschwunden und er hatte keine Lust auf ein Date. Das hielt Marie jedoch nicht davon ab, die Rolle der Heiratsvermittlerin zu übernehmen. Eines Tages kam sie mit einem Zettel nach Hause und gab ihn ihm. Meine Englischlehrerin, Miss Harris, möchte dich morgen nach der Schule sehen, sagte sie. Ich weiß, dass du gerade an deinem Schreibtisch festsitzt, also gibt es keinen Grund, warum du nicht dabei sein kannst. Du willst doch nicht schon wieder den Heiratsvermittler spielen, oder? Fragte Jack. Wer bin ich? Fragte Marie und hob die Augenbrauen. Am nächsten Tag suchte er Miss Harris auf. Als er ihr Zimmer erreichte, stand sie auf und reichte ihm die Hand, die er annahm. In dem Moment, in dem sich ihre Hände berührten, fühlte er sich jedoch überwältigt. Hey, schön, Sie kennenzulernen, Miss Harris, sagte er und stolperte über seine Worte. Er wollte ihre Hand nicht loslassen. Er sah sie an und hoffte, dass es nicht zu auffällig war. Ihm gefiel, was er sah. Eine eher kleine, hübsche Brünette mit braunen Augen. Sie war gut gebaut, hatte schöne Brüste und ein charmantes Lächeln. Oh, bitte nennen Sie mich Brenda, Captain Thompson, sagte sie. Und du kannst mich Jack nennen, sagte er ihr. Marie hat gesagt, dass du mich sehen willst. Hat sie das gesagt? Fragte Brenda. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Nun, es ist immer schön, die Eltern meiner Schüler kennenzulernen. Ich habe gehört, sie sind geschieden. Ja, das stimmt, sagte er. Und sie ziehen eine Tochter im Teenage-Alter allein auf. Ich bin beeindruckt, sagte sie. Das muss nicht einfach sein. Nun, ich bin bewaffnet und habe Handschellen, erklärte er ihr lächelnd. Sie lachte. Er bemerkte, dass sie keine Ringe trug, aber er konnte die Beulen an ihrem Finger sehen. Ich sehe, Sie sind nicht verheiratet. Das ist wahr, sagte sie. Ich bin auch geschieden. Es sieht so aus, als würde meine Tochter wieder den Heiratsvermittler spielen, sagte er. Darüber muss ich mit ihr reden, lachte sie. Meine Tochter hat dasselbe getan, bevor sie aufs College ging, sagte sie. Nun, es tut mir leid, dass ich ihre Zeit in Anspruch genommen habe, sagte er. Ich werde sie mit ihrer Arbeit allein lassen. Ist schon gut, sagte sie. Ich war hier sowieso fertig und wollte nur noch schnell etwas essen und dann zurück in das einsame alte Haus fahren. Wenn du nicht zu viel zu tun hast, könnten wir vielleicht zusammen essen gehen. Vielleicht trinken wir später noch ein Glas Wein. Warum nicht? Fragte Jack. Nur eine Sache, wenn ich fragen darf. Was ist das? Fragte sie. Du hast nicht zufällig einen Ex-Freund vom College oder so, oder? Fragte er. Sie lachte. Ach du lieber Himmel, nein, sagte sie. Okay, sagte er und reichte ihr die Hand. Was magst du? Fragte er und führte sie aus dem Klassenzimmer.